Im Jahre 127 der dritten Ära wurde Uri der Dritte in der Schlacht von Ishidak in Hammerfell gefangen genommen. Von Duck? Ishidak. Hm. Auf dem Weg zu seinem Prozess in der Kaiserstadt überfiel eine Haufen Gesindel die Kutsche und ja, verbrannte ihn. Dann bei lebendigem Leibe. Schade! Sein Fänger und Onkel zog in die Kaiserstadt weiter und wurde unter allgemeinem Beifall als Sephorus der Erste Kaiser von Tamriel. Boah. Applaus. Sephorus Herrschaft! Zeichne dich jedoch durch nichts als Krieg aus! Ganz schön Läuse und Sackratten, ey. Dem Hörensagen nach war ein gütiger und intelligenter Mann, aber Tamriel brauchte einen großen Krieger. Und das war er glücklicherweise auch. Es sollte nach weiteren 10 Jahren ständiger Kriegsführung dauern, bevor er endlich seine Schwester Potema bezwingen konnte. Die sogenannte Wolfskönigin, die Wolfskönigin Band 1 bis 8, des Königreichs suchen. Der Einsamkeit, die während der Belagerung ihres Stadtstaats im Jahre 137, ja, wahrscheinlich unbekannt, starb. Sephorus überlebte seine Schwester nur um 3 Jahre. Schade! In den nächsten Kriegsjahren war er nicht zu einer Heirat gekommen. Und so fiel der Thron an seinen Bruder. Das vierte Kind von Pelagius dem Zweiten. Übrigens, ich weiß hundertprozentig, wo mein drei von der Markenbereiche sehr liegt. Wunderbar. Aber du wolltest ja die Wolfskönigin. Ja, auch. Eins bis drei. Aber die Baranse haben wir ja schon angefangen. Ja, naja, die werden wir auch beenden. Ja, oben im Ort der Nähe von der Magier, also Gilden, wir müssen jetzt mal. Da liegt das offen rum. Also wir können es lesen, wir können es mir nicht klauen. Ich könnte aber lesen. Naja, steckt muss rein, oder? Ja. Naja, dann, ne? Kaisner Magnus. Kaisner. Roland Meissner Magnus. Roland Kaiser Schmarrn Magnus. Inge Meisel Magnus. Inge Meisel Magnus. Maximus. Magnus, lecker Schokolade-Eis! Oh ja! Lange nicht mal gegessen. Naja, war bereits nicht mehr die Jüngste, als er die Kaiserkrone übernahm und die Bestrafung der abtrünnigen Könige aus der Zeit des Krieges des Roten Diamanten raubte ihn mehr oder weniger seine letzten Kräfte. Der Sage nach soll Magnus' Sohn und Erbe, Pelagius der Dritte, seinen Vater umgebracht haben, aber das scheint höchst unwahrscheinlich. Damals gab es noch nicht so etwas wie ein CSI, das solche Spuren hätte überprüfen können. Heute gibt es das zum Glück. Wenn auch nur deshalb, weil Pelagius und Potemas Todkönige des Reichs der Einsamkeit war und die Kaiserstadt seltener besuchten. Jetzt kommt er! Pelagius der Dritte, manchmal auch Pelagius der Irre, genannt, wurde im 145. Jahr, mal kurz schlucken, der dritten Ära, oh, hier ist die Ära sogar bekannt, zum Kaiser ausgerufen. Fast von Anfang an galt er bei Hofe als exzentrisch. Er brachte Würdenträger in Verlegenheit, beleidigte seine Könige, und beging das Ende eines kaiserlichen Prunkballs. Ja. Einmal mit dem Versuch, sie zu erhängen. Vor allem, da wurde nur der Irre genannt, ne? Also, ja, man munkelt. Ja. Schließlich wurde die Herrschaft von Tamriel seiner langmütigen... Was? Die ist langmütig. Also, naja. Gattin übertragen. Und Pelagius der Dritte fristete sein Leben bis zu seinem Tod im Alter von 34 Jahren im Jahre der dritten, ich hab was im Ohr, Zeitalter, Eras 153, Eros Ramazzotti, in verschiedenen Kranken, ja, und halt Irrenhäusern, ne? Wer hätte es gedacht, warte mal kurz, da müssen wir mal kurz innehalten, na. Lecker Ramazzotti trinken hier. Ja. Nach dem Tod ihres Mannes wurde die kaiserliche Regentin von Tamriel zu
Kaiserin Katharina die Erste ausgerufen. In manchen Kreisen gilt nicht der Tod von Kintira II als das Ende des Septimgeschlechts, sondern die Machtübernahme dieser Dunkelelfe als das wahre Zeichen seines Niedergangs. Ihre Verfechter behaupten andererseits jedoch, dass Katharina selbst zwar nicht von Tymbor abstammt, aber der gemeinsame Sohn mit Pelagius sehr wohl, so dass die kaiserliche Blutlinie nicht unterbrochen wurde, trotz gegenteiliger rassistischer Behauptungen von Katharina. Rassistischer Behauptungen! Rassistiker! Ich hab's wirklich gemacht. 46-jährigen Herrschaft, eine der glorreichsten Tamriels Geschichte. Da Katharina sich in der Kaiserstadt nicht wohl fühlte, bereiste sie unermüdlich das Imperium, wie es seit Tymbors Tagen kein Kaiser mehr getan hatte. Sie machte einen Großteil des Schadens wieder gut, den die gebrochenen Bündnisse und die verfuschten Diplomatien des vorherigen Kaisers angerichtet hatten. Die einfachen Menschen von Tamriel liebten ihre Kaiserin weit mehr als der Adel. Katharinas Tod in einem kleinen Fecht in Schwarzmarsch ist ein Lieblingsthema verschwörungsgläubiger Historiker. Dum-dum. Mystery. So entdeckt der weiße Montalius beispielsweise einen ausgestoßenen Zweig der Septimfamilie und dessen Teilnahme an diesem Scharmützel, was in der Tat eine Enthüllung darstellt. Cassinda! Scheiß Name. Cassinda. War bereits ein Mann in mittleren Jahren, als er nach dem Tode seiner Mutter die Thronfolge antrat. Da in seinen Adern nur zur Hälfte Elfenblut floss, alterte er wie ein Bretone. Warum? Tatsächlich hatte er wegen seines schlechten Gesundheitszustands die Regentschaft von Wegesruh seinem Halbbruder Uriel mal wieder überlassen. Erneut. Da er doch der einzig wahre Blutsverwandte von Pelagius und damit von Tibor war, wurde er zur Annahme der Thronfolge gedrängt. Niemand war überrascht, dass die Herrschaft von Kaiser Cassinda nicht lange währte. Nach 2 Jahren folgte er seinen Vorgängern in die ewige Ruhe. Uriel, Lariat, Cassindas Halbbruder, Sohn von Katharina die Erste und ihrem kaiserlichen Gemahlen Galivier Lariat. Nach dem Tod Pelagius dem Dritten verließ das Königreich Wegesruh und regierte Tamriel als Uriel der Vierte. Rechtlich gesehen war Uriel der Vierte ein Septim. Cassinda hatte ihn in die königliche Familie adoptiert, als er König von Wegesruh wurde. Dennoch sah der Rat und die Menschen von Tamriel in ihm ein Bastard. Katharinas! Uriel fehlte die Dynamik seiner Mutter. Unter seiner langen 43-jährigen Herrschaft florierte Aufruhr und Rebellion. Die Geschichte von Uriel dem Vierten wird im dritten Band dieser Serie erzählt. Oder auch morgen bei Lecti TV hier auf ZDF. So, Werbischer gibt's jetzt hier nicht. Nee, wirklich nicht. Sina. Du musst mich ja noch darauf hinweisen. Und dann musstest du ja noch sagen, wir müssen dann leben. Ihr wisst ja schon. Ja, weil ich es brennend in deinen Augen sehe. Ja, wir haben uns ja gesagt, wir lesen alles vor, weil wir nehmen alles mit. Wisst ihr? So. Sachen. Sind wir doch nicht rausgekommen. Eigentlich wollten wir ja das scheiß Prolog innerhalb von der Stunde durchklöppeln, aber dann... Ach, das ist doch nichts drin, oder? Doch. Was denn? Liebe. Meinst du solche Liebe wie das, was gerade uns ins Auge geschossen ist? Ich kann es nicht mehr machen!
Ich weiß nicht, was ich mache. Jetzt ist gut. Kleiner Joachim. Schmidt. Das ist der Hit. Mit Joachim Schmidt. Hit bei Joachim Schmidt. Und wir tanzen und wir grooven und wir smoothen. Und wir tanzen und wir grooven und wir smoothen. Und wir tanzen und wir grooven und wir smoothen. Und wir singen. Put your hands in the air. Just there is no care. Put your hands in the air. Feel the power of the passion play. Put your... put your flossen in the air. Like you just don't care. And make me funny. Moving up the way, but you just make don't me, stare. I make me funny, frische, Würzgulasch, Pfannkuchen. Frischliesen. Frischliesen. So, so ein Frischliesen. So, wollen wir, oder was? Und sagen, dann kämpfen wir. Ey, das sind Kaiserliche. Wo sind die an? Naja, deswegen kriegt er hin. Nein! Hallo. Jetzt dreht er durch. Wie kann denn das sein? Da hinten rechts ist er! Ich im Gang ist er! Im Gang, woher kommen? Nee, das ist doch Adolf, ist doch da so! Lauf, lauf! Ich weiß nicht wohin! I can't running, running man! Running man! Zack, ab in die Fresse!